Hi, eine ganz schnelle Ankündigung, bevor es losgeht. Und zwar heute ein Livestream mit David und mir hier auf diesem deutschen Channel um genau 4 Uhr, um 16 Uhr nachmittags. Danach wird es um 17 Uhr auf meinem englischen Kanal noch ein Livestream geben für eine halbe Stunde. Also beide jeweils eine halbe Stunde. Wenn ihr pünktlich mit dabei seid, also ist eine halbe Stunde auch schon schön lang. Genau, und danach könnt ihr natürlich auch noch mit auf den englischen Channel, wenn ihr euch mit der Sprache wohlfühlt, und weitere Fragen stellen. Ihr könnt alle eure Fragen stellen, wenn, ja, nur wenn ihr zeigt, dass das Interesse da ist, wiederholen wir das auch, weil sonst hat es natürlich keinen Sinn. Genau, ich hoffe, wir sehen uns da. Bis nachher. Hi, Mirika Bandens und willkommen zu einem weiteren Food Diary von 365 Food Diaries in diesem Jahr. Und der Grund, warum ich das mache, jeden Tag, also ihr könnt gerne einschalten, jeden Tag, wenn ihr neu hier seid, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Ja genau, jeden Tag, weil ich euch gerne zeigen möchte, was der Unterschied sein kann zwischen einer Möchtegern-Recovery, also wo man sich noch sehr viel selbst in die Tasche lügt, und einer echten Recovery von einer Essstörung. Ich hatte das nämlich jahrelang, dass ich mir mit ganz vielen Regeln dann doch, dass ich doch einfach viel restriktiert hatte und mir immer vorgeschoben habe, halt eben, ja, das ist wegen meiner Ethik, wegen meinen ethischen Gründen. Und das war auch immer richtig, aber immer nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Und weil ich bis jetzt auch keinen darüber habe reden hören auf YouTube, der das gleiche Problem hat, und ich aber überzeugt davon bin, dass es so viele andere Menschen gibt, denen es ähnlich erging oder ähnlich ergeht, möchte ich diese Inhalte machen. Und zwar genauso, dass ihr über dieses Jahr durch meinen Content den Mut bekommt und aufschüren könnt, in euch eigene Schritte zu gehen. Denn solche Videos hätten mir geholfen. Nämlich, ich konnte mir dadurch besser die Erlaubnis geben, dass ich esse. Dass ich die ungesunden Sachen esse, vor denen die Essstörung mir so viel Angst macht und vor denen sie halt Angst hat. Und genau, möchte euch auch mit dem, was ich halt vor einem Jahr gegessen habe, als ich eben noch so ultra vorsichtig war und noch so viel Angst hatte und noch in der Möchtegern-Recovery war, ich dachte halt, das ist die echte Recovery, war es aber nicht. Ja, damit möchte ich euch halt zeigen, also möchte ich euch ein bisschen vor Augen halten, dass ihr vielleicht sogar irgendwo ähnlich handelt, was sich einfach noch zurückhält. Vielleicht fragt ihr euch ja, warum, also ich habe zugenommen, aber ich fühle mich halt immer noch genauso gefangen. Könnte halt sein deswegen. Genau, Daumen hoch oder runter. Es hilft einfach meinem Kanal, dass ihn mehr Leute einfach finden und dass meine Videos vorgeschlagen werden. Wir sind ja noch richtig, richtig mini und ich hoffe, dass es sich auch noch ändern kann. Genau, hier seht ihr den normalen Kaffee, den ich jeden Morgen mit Pflanzen mich getrunken habe. Das war auch schon ein riesengroßes Ding für mich, ja, flüssige Kalorien. Hier der Schokokuchen sozusagen, den ich mir in gesunder Version gemacht habe. Ja, dazu Beeren und mit Sojajoghurt, das ist auch mehr Joghurt als die Tage davor, das sieht man schon. Das ist also schon ein Fortschritt zu dem Schokokuchen. Also das sind im Grunde einfach nur Haferflocken und Datteln oder Rosinen und halt Kakaopulver. Und hier wahrscheinlich auch noch mit Karob. Also ich hätte halt keinen echten Kuchen gegessen. Das ist das große Problem. Und also das war einfach, ich hatte, und wenn ich ihn gegessen hatte, hätte ich irgendwo kompensiert und hätte voll die Angst gehabt. Und ich hatte halt Angst vor dem Zunehmen. Und ich möchte euch mit meinen Videos zeigen, dass man sein Gehirn nur umprogrammieren muss, um das loszuwerden. Hier ist Karob noch mit drin, weil ich war halt ultra intolerant, kann man sagen, zu Koffein, allem, was stimulierend war, selbst gegen Kakao. Und das war also auch schon tatsächlich ein großer Schritt für mich, das wieder einzubauen, weil ich liebe Kakaogeschmack und Schokoladengeschmack. Und nein, das hat nicht damit zu tun, dass ich süchtig danach bin. Und das war halt sowas, da habe ich gewusst, ey, wenn ich das auf lange Sicht einfach gar nicht, also wenn ich mir das zu sehr zu Herzen nehme und einfach nichts mehr damit esse, dann kann ich auch, also, dann werde ich mir immer was bestellen müssen in einem Restaurant oder in einem Café, was ich halt eigentlich nicht will. Also, weißt du, und da habe ich so gedacht, hey, hallo, ich will nicht mental sterben müssen, um gesund zu sein. Und ja, genau. Irgendwie immer.
weiterhin durch. Seht ihr auch in den letzten Tagen, was ich da noch gegessen hatte. Und das hat mich halt schon mega befriedigt, einfach zu sehen, oh, ich kann halt das essen, das ist wie Kuchen und die perfekte Konsistenz. Und das hat mich dann so mega, ja, fast schon, ja, beflügelt, zu wissen, das ist so ganzheitlich, so vollwertig und so viele Nährstoffe. Und das ist halt so, ich habe nicht gesehen, was es für Defizite mental mir bereitet hat. Ich habe immer nur diese Nährstoffe gesehen und das, ja, dass ich das ja so perfekt mache. Und die Kalorien habe ich auch reinbekommen, Leute. Aber ich konnte nicht einfach so viel essen, wie ich wollte und was ich wollte, sondern es war einfach so, alles kreist halt irgendwie darum. Und bevor ich eben mehr Fett gegessen hatte, wie ich es ja in der Zeit jetzt auch schon mache, habe ich halt eben, da habe ich Unlimited Calories gegessen. Und aber da war halt meine große Angst davor, vor den Fetten, vor allem, was kein Kohlenhydrat ist quasi. Also ich war da auch nicht frei. Man redet sich das dann schön und sagt, ja, aber ich esse ja so viel, wie ich will und kann ich ja nichts für, wenn Fette nicht gut für uns sind und sowas alles. Ja, das macht man sich aber auch nur so im Gehirn irgendwie zurecht, weil man gerne möchte, dass das stimmt und weil man halt Angst davor hat und gerne möchte, dass man das Richtige macht. Und so zumindest war es bei mir. Und genau. Das war Bananeneiscreme mit Sojaflocken. Und Leute, es ist soweit. Ich zeige es euch. Warte, kommt da noch? Ja, hier, ein näheres. Ta-ta-ta-ta! Walnüsse, von denen ich schon lange gesprochen habe, dass sie auch irgendwann kommen müssen. Hier sind sie da. Hier fange ich quasi an, Walnüsse herauszufordern, um die zu verlieren als Fearfood. Wir haben hier so einen Park, da können wir halt ganz viele Walnüsse im Winter auch frisch sogar bekommen. Und aber ist ja auch egal, es gehen ja auch nur, also nicht frische Walnüsse. Auf jeden Fall, die frischen Bengal noch hammerer. Und das ist für mich auch ein Riesenschritt dann gewesen, noch zu den Sojaflocken eben noch Nüsse mit dazu zu nehmen. Ich mochte halt die Sojaflocken schon so, weil die ein I can do anything I set my mind to, sagt meine Affirmation-App. Richtig, so ist es. Wenn du recover möchtest, kannst du das. Ich wollte das auch nicht hören. Einfach das Gegenteil machen. Es ist nicht einfach, aber simpel. Was wollte ich sagen? Ja, wegen den Walnüssen. Das ist halt, genau, die Sojaflocken, die habe ich genommen, weil die so nussig geschmeckt haben. Und halt, weil ich auch diese Angst vom zusätzlichen Protein und Fett loswerden wollte. Und weil die so vollwertig trotzdem noch sind, war es quasi so das richtige Mittelding für mich. Da habe ich, genau, habe ich halt gemerkt, ich mag das Nussige so daran. Ja, und wenn du was Nussiges haben willst, nimmst du halt Nüsse. Wie wär's damit? Das Ding ist, die haben natürlich noch mehr Fett. Die haben nicht noch, also im Vergleich zu den Sojaflocken, nicht so viel Protein. Und naja, genau, da habe ich diesen Schritt gewagt. Leute, was ist euer Schritt heute, um weiterzukommen? Jeden Tag ein neuer Schritt. Dazu sind meine Videos da. Es bringt nichts, wenn ihr die nur schaut. Was ist dein Schritt heute, mit dem du weiterkommst, damit du in einem Jahr auch in der genau echten Recovery bist, wie ich jetzt? Das Ding ist, if nothing changes, nothing changes. Wenn sich nichts ändert, dann ändert sich auch nichts. Du musst jeden Tag jetzt was ändern. Wenn du in einem Jahr zurückschauen willst und wissen willst, dass es nur eine Frage Zeit ist, bis du es komplett los bist, dann gilt es jetzt, damit anzufangen. In einem Jahr wirst du dir wünschen, du hättest vor einem Jahr angefangen. Schreib dir diese Sachen auf, wenn die dir helfen. Mir haben diese Sprüche voll geholfen. Das hier ist so ein Artikel, der hat darüber gesprochen, da habe ich einen Screenshot von gemacht, wie halt Essen mehr ist als einfach nur Energie und Nährstoffe, sondern es ist halt was Gemeinschaftliches und eine Gewohnheit und hat auch mit Ritualen zu tun, auch geschichtlich. Ja, sei das jetzt, sei es jetzt formell, wie zum Beispiel so ein japanisches Firmenessen, oder sei es informell, ja, so familiär, wenn dann irgendwie in Äthiopien die Familie alle zusammen Fleisch und Soßen oder sowas essen, steht jetzt hier zum Beispiel. Und das hat mir, also ich habe mich da in der Zeit quasi, das ist ein Screenshot von vor einem Jahr, an diesem Tag, und ich habe mich da quasi mehr damit beschäftigt, was die Rolle von Essen ist, außerhalb von nur Kalorien, also Energie und Nährstoffen. Weil ich halt wusste, ich fixiere mich so dermaßen nur auf dieses Körperliche und dieses Gesundheitliche, und was ist es denn noch? Und ich wusste halt tief im Innern, ja, es ist ein Unterschied, ob ich die ganze Zeit immer mein eigenes Essen mitbringen muss und esse, oder ob ich das essen kann, was andere essen.
auch abgesehen, also es muss ja noch nicht mal heißen, dass man dann, also dass man was nicht Veganes essen muss, sondern da habe ich mich halt damit beschäftigt, ja, also wenn ich bei mir bei der Familie bin, dann esse ich halt irgendwie nicht die Brötchen und den Aufstrich, den veganen Aufstrich wie David, sondern ich habe das Bedürfnis, mir Haferflocken zu machen, weil das ist vollwertig und das andere nicht und das macht mich halt voller und all dieses so, ist mal völlig unabhängig von vegan oder nicht vegan, sondern so, wenn man immer sein eigenes Essen macht, ist das ein Unterschied. Du hast nicht genau das gleiche Erlebnis dann im Moment wie die anderen. Es ist weniger verbindend, ist einfach so. Zu dieser Wahrheit musste ich selber auch erstmal kommen, weil das will man natürlich nicht wahrhaben, weil die Essstörung möchte, dass man das so weitermacht. Und man möchte irgendwie nur die Sachen wahrhaben, die auch das unterstützen, was man die ganze Zeit macht. Genau. Das war ein Auflauf, den wir an dem Abend gemacht haben. Sieht ein bisschen strange aus, aber das ist mit Kichererbsen, Spinat. Diese große, fudgige Schicht da oben drauf ist quasi vermischt, also in einem Mixer Kartoffeln, Pflanzenmilch und Hefeflocken. So haben wir sowas immer gemacht. Also ziemlich sicher, vielleicht auch irgendwas anderes mit dabei, aber so, das ist so die Basis. Und es schmeckt auch voll lecker, Leute. Also kann ich nur empfehlen, so ein bisschen Mac and Cheese mäßig. Das haben wir zusammen mit unserer Mitbewohnerin gegessen an dem Tag. Und das ist halt auch so was, so dieses typische, ja, das Essen, was andere essen, nicht mein eigenes Ding machen. Das war nicht so vollwertig, durch diese Soße und so, wo auch ein bisschen Öl drin sein könnte. Mein Mann hat halt diesen Spaß am Kochen. Das wusste ich nicht hundertprozentig. Und ja gut, ich habe ihn sicherlich da auch noch gefragt, also jedes Mal. Und ihn auch gefragt, gebeten, dass er bitte so wenig wie möglich macht. Sowas, ja. Macht schon extra Essen für dich und dann musst du ihm noch Regeln machen dafür. Also es ist halt auch, ja, bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Auch nicht mehr so davon abhängig bin, dass sie das dann auch befolgen sozusagen. Wer kennt's nicht? Ja, genau. Also es geht ja eben darum, dass ich mich ja damit beschäftigt hatte, auch an dem Tag, dass es eben ein Unterschied, ob du jetzt das Gleiche isst oder dein eigenes Ding machst. Und das war so meine Challenge an dem Tag, an dem Abend dann. Habe ich also mehrere Challenges an dem Tag gehabt. Hier seht ihr, habe ich mein Glas Wasser und so. Meine Mitbewohnerin kam dann an mit Wein und hat da gefragt, wer noch was möchte. Und das ist halt so ein Riesending für mich. Ja, Alkohol und nein, so schlimm für einen und sonst was. Und braucht keiner und all diese Ängste, aber eigentlich, ja, wenn du mal ein bisschen Wein trinkst, tut deiner Gesundheit wirklich keinen Abbruch. Und im Endeffekt sind es halt Weintrauben, ein bisschen länger gelagert, kann man so sagen, ja. Und ja, ich promote hier selbstverständlich keinen Alkohol, aber ihr wisst, was ich meine. Und das habe ich mir dann halt, also ich habe da quasi joining in, also ich habe da mitgemacht. Nicht aus Gruppendruck, Leute. Einfach, weil ich wusste innerlich, ich will das eigentlich auch können. Ich will das auch. Jetzt mach dich doch mal locker. Entspann dich doch mal, Miri. Und mach das doch mal. Egal, was da alles in deinem Kopf schreit. Und das war also ein Riesending für mich. Das habe ich echt gefeiert. Aber ihr seht auch, nur so ein mini kleiner Minischluck hier so, ne? Ja, mehr habe ich mich nicht getraut. Aber etwas. So, das ist ein Screenshot, den habe ich vor einer Woche gemacht. Das ist von Melonbelly603, ist so einfach so, ich sag mal, Anhänger von Freely. Das T-Shirt sagt, also sie sieht man auch typischerweise in, genau, also so, dass sie halt den Bauch immer zeigt. Das T-Shirt sagt, vegan, ja, also es ist jetzt alles auf Englisch, ja, ich lebe ohne Schinken. Ja, ich kriege genügend Protein. Nein, es ist keine Ernährungsweise oder Diät, also Diet. Kann beides heißen. Ja, es ist ein Lifestyle. Ja, ich bin happy und gesund. Nein, also frag nicht danach, warum ich vegan bin. Frag dich selbst, warum du nicht vegan bist. So, das ist halt erstmal so ein bisschen direkt so in your face, so irgendwie so voll der Angriff. So irgendwie. Oder nein, nicht Angriff, sondern diese Person fühlt sich angegriffen, weil sie, also sie geht davon aus, dass so viele Menschen einfach ihr die ganze Zeit diese Sachen fragen wird oder sagen wird. So. Und das ist so, warum? Also in meinem Leben haben das die Leute nicht gemacht. Das ist halt so ein bisschen, ja, also da muss man sich ja nicht wundern, wenn dann irgendwie, weiß nicht,
wenn man dann irgendwie komisch rüberkommt oder irgendwie so verteidigend rüberkommt, einfach weil man schon direkt davon ausgeht, dass alle das irgendwie so fragen. Und also ich weiß, ich finde es irgendwie, aber ich verstehe das, ja, es ist ja auch alles so, ich habe das auch selber so gesehen, ja, natürlich kommen manchmal Fragen mit Proteinen und ja, auch mit dem Lebensstil und sowas alles, aber das Ding ist, ja, wenn es halt keine Ernährung ist und wenn man sich da so rechtfertigen muss, also warum um alles in der Welt muss man, also ich sag nichts gegen bauchfrei und so, ja, aber das ist halt sozusagen alles, was sie, also 90% von dem, was sie zeigt auf Instagram. Und das sagt mir, also ist für mich jetzt, deswegen zeige ich das, eine widersprüchliche Message von ihr, weil sie sagt so, ja, es geht nicht darum, was ich esse, es ist keine Ernährungsweise, es ist ein Lebensstil und bla bla. Ja, ich verstehe, dass es aus ethischen Gründen ist und so weiter, nur das Ding ist, du sendest mir die Message und die Botschaft, dass es ja ach so wichtig ist und ach so schön ist und ach so glücklich machend ist, einen flachen Bauch zu haben. 90% von allen Posts, die du auf Instagram hast. Und dann willst du mir sagen, dass es ja darum überhaupt nicht geht. Also das ist ja völlig egal und so. Und das ist irgendwie so, naja, du vermittelst mir irgendwie was anderes. Wahrscheinlich ist es so, dass wenn du nicht diese Sachen jetzt hier hättest, sondern irgendwas anderes essen, was halt aber irgendwie nicht mehr so optimal Früchte oder High Carb ist und Low Fat und vollwertig, ja, dann hast du halt, dann hast du halt Panik. Dann kannst du halt nicht mehr so relaxed sein und so happy und sowas. Und dann, also dieses Leben kannst du halt nur führen, wenn du nur mit Menschen jemals socialized, die, oder halt dich abgibst sozusagen, die, und mit denen du abhängst, die halt genau gleich essen. Und wenn sie halt das halt nicht tun und du halt mit denen in ein Fastfood-Restaurant gehst oder so halt, also mit, jetzt in vegan meine ich, dann wird es halt schon ein Problem, so ungefähr. Also, weil du möchtest ja so das gesunde, krasse Beispiel sein für Veganismus. Und deswegen macht sie es auch, das verstehe ich alles, sind ja alles gute Absichten. Ich mache das auch überhaupt nicht schlecht hier, nur ich möchte so ein bisschen auch die andere Perspektive zeigen. Weil das halt auch sowas ist, womit ich mir das immer schön geredet habe. Ich wollte ja nur diesen perfekten Körper haben, um anderen zu zeigen, dass sie das auch wollen. Und dass das sich lohnt. Und dass das es doch alles wert ist, so, und ja, ich glaube, ich habe genügend dazu gesagt, ja, das war was anderes, was sie gepostet hat, das finde ich sehr, sehr gut, Reset und starte neu und refokussiere dich so oft, wie du es brauchst, also so oft, wie du musst, und das sage ich euch für eure Recovery, schreibt euch das auf, wenn ihr es braucht. Nur so kommst du weiter. Wenn du dich von jedem kleinen Schrei im Kopf von der Essstörung immer wieder zurückhalten lässt und dann sagst, okay, das ist jetzt mein Grund, das ist ein Zeichen, ich relapse wieder, ich habe wieder meinen Rückfall, wirst du nicht weiterkommen. Einfach wieder aufstehen, ja? Krone richten, konzentrieren, weiter, Gegenteil. So, das war das, was ich an dem Tag gegessen habe, also vor einer Woche. Das ist ein Starbucks New York Käsekuchen. Den hatten wir von Too Good To Go gehabt mit einer Orange. Wie gesagt, nicht mein Lieblingskäsekuchen, weil New York Style ist nicht das, was ich mir unter Käsekuchen vorstelle. Aber wir haben ihn trotzdem genossen und ich rede in anderen Videos darüber, wie der genau schmeckt und so weiter. Aber das Ding ist halt bei Too Good To Go, das auch, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr die App kennt, nutzt das, weil da kriegst du halt immer Überraschungen in der Tüte. Also da kriegst du es dann halt, die Sachen von dem Tag, den sie halt nicht verkaufen konnten für einen Rabattpreis. Und du kannst dann halt damit dich auch herausfordern, weil du dann eben Überraschungssachen kriegst. Und ich hatte bis jetzt immer nur Glück, also sie waren immer richtig gut. Und das sind halt sehr oft Sachen auch mit dabei, vor denen die Essstörung Angst hat. Und für mich, ich nutze es halt immer, auch jetzt immer noch, zu sagen, ja, das ist halt jetzt überhaupt nicht mehr teuer, weil das ist ja auch so ein Problem von mir, das ich mit der Essstörung entwickelt hatte und immer hatte. Und ich wusste, dass es damit zu tun hatte, nämlich dieses Problem mit dem Geld ausgeben. Dann nutze ich halt jetzt zu sagen, ja, nee, es ist halt nicht teuer und ich kaufe das jetzt. Und du hast jetzt überhaupt gar keinen Grund mehr zu sagen, dass ich das nicht essen kann, nur außer, dass du sagst, ich habe halt Angst davor, wegen Kalorien und wegen Zunehmen. Ja gut, das lasse ich halt nicht mehr gelten, ja? Das lasse ich nicht mehr gelten und das mit dem Geld haben wir dann eben auch damit ausgemerzt. Das Problem. Das hier ist der Milchkaffee noch mit dabei. Das war mein Frühstück, Leute. Wer sagt, dass man keinen Kuchen zum Frühstück essen darf? Richtig, ich kenne jemanden, die Essstörung. Es gibt auch Menschen, die das sagen.
ist dann aber halt immer so ein bisschen die Frage, ob die nicht vielleicht auch ein Problem haben mit Essen und mit Kalorien und so weiter, ne? So, just saying. Das, ja, habe ich. Also ich genieße es einfach, das machen zu können. Nur deswegen mache ich es, damit ich in ein Café gehen kann, komplett, überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken, gar keine Angst mehr davor habe, ja. So lange, bis es so ist. So, Leute, das ist heute quasi ein Kuchentag. An dem Tag war es ein Kuchentag. Keine Ahnung, ich habe mir das nicht vorgenommen. Ich plane nichts, ja. Aber ich habe von Lidl so einen Zupfkuchen. Und das ist halt sozusagen auch Käsekuchen mit Schoko noch mit dabei. Und ich wollte einfach wissen, ob der mehr wie so ein Käsekuchen schmeckt. Weil ich hatte voll Bock auf Käsekuchen. Ob der mehr schmeckt wie Käsekuchen. Ich wollte nicht selber einen backen. Ich könnte das zwar, aber so weit bin ich irgendwie noch nicht. Das will ich mir noch nicht antun. Ich will einfach so wenig wie möglich mich mit Essen beschäftigen, außerhalb von, wenn ich wirklich esse und wenn ich an Essen denke. Und die nicht selbstgemachten Sachen, die gekauften Sachen, sind dann immer noch die Sachen, vor denen ich am allermeisten Angst habe. Also das bringt mich jetzt am allermeisten weiter. Deswegen mache ich das gerade so. Kann ich nur empfehlen. Weil die industriellen Sachen sind ja sozusagen immer noch das. Da gibst du alle Kontrolle ab. Ja, du weißt, du kannst überhaupt nicht beeinflussen, was da jetzt drin gelandet ist oder nicht. Und das ist einfach so das Schlimmste vom Schlimmsten sozusagen, für meine Essstörung zumindest. Und ja, der Zupfkuchen, Leute, der war besser als der Starbucks-Kuchen. Das ist natürlich echt ein Armutszeugnis für Starbucks. Ist aber auch bis jetzt nur das Einzige, was ich von denen gegessen habe. Das ist so Rührkuchen mit 62% Quarkauflage. Genau, ist auch Eier drin, Zucker, Mehl, normale Kuchenzutaten. Dann habe ich mir ganz komisch, aber ja, ich hatte einfach Bock drauf, das waren noch die Reste von Brokkoli von dem Tag davor. Und hier ist ein veganer Pudding, den David mal angerührt hatte die Tage davor mit Hafermilch. Der war 1000-mal besser. Ist schon echt traurig für Starbucks. Ja. Zwischendurch hatte ich mal rote Paprika gesnackt, weil die schon so geschnippelt war. Hier, ja, Milchkaffee habe ich dazu getrunken. Später gab es einen Apfel. Also ich habe da einen Apfel gegessen, nicht drei. Auch wenn es drei wären, ist ja auch genauso gut. Nur ich hatte Bock halt auf einen Apfel. Ich würde es aber auch jetzt nicht machen, drei Äpfel zu essen, weil es gibt andere Sachen zu priorisieren für mich. Nur manche sind vielleicht ein bisschen verwirrt, warum ich dann drei Äpfel zeige, sind einfach nur drei Fotos von einem denselben Apfel. Wenn es drei wären, dann würde ich so mit den Fingern das rein zeigen, ja. Ja, genau. Am Ende ist auch völlig egal, wie viel ich esse. Ich möchte euch nur inspirieren. Also, ja, genau. Ich habe ja ein anderes Video dazu gemacht. Schaut einfach danach. Ich habe da, genau, der Titel wird es dann auch sagen, ob ich halt wirklich all das esse in einer Mahlzeit und dass es doch gar nicht stimmen kann. Drei Spiegeleier in einer Mahlzeit sozusagen. Hier, das ist die geliebte Erdnussbutter mit Salz und Palmöl und Zucker und allem drum und dran auf dem Apfel noch. Später gab es noch Milka im Mandelkaramell, so ein 200 Gramm Riesentafel. Die ist richtig lecker. Eine meiner Lieblings-Milka-Tafeln bis jetzt. Ist quasi wie Snickers mit Mandeln. Das hier ist Quiche. Den haben wir auch von Alnatura, von der To Go App. Und die ist halt mit Käse, wahrscheinlich noch irgendwie so Schmand, ganz viel Lauch und Gemüse und so ein Quiche-Teig halt. Da ist sicherlich auch Öl drin oder Butter oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung und das ist ja das Wunderschöne. Und wie ihr seht, nicht zu wenig Fett auch mit drin. Der war richtig lecker. Würde ich mir auch nochmal kaufen. Dazu habe ich dann noch Tzatziki und Sojajoghurt und rote Paprika und Petersilie und Brokkoli-Stängel sozusagen, die wir auch noch mitgekocht hatten im Instant Pot. Und ja, genau, hier das Brot. Und die Erdnussbutter wieder mit dabei. Und dann noch ganze Erdnüsse und Pistazien. Oh, ich liebe Pistazien, Leute. Ja, noch ein bisschen Gemüse dabei. Einfach so nach dem, was das Herz gerne möchte in dem Moment. Und nicht das, was der Kopf einem sagt. Bitte gebt mir einen Daumen hoch oder runter. Und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Es gibt viele von euch, die nicht aktiviert haben.
Das würde mir unglaublich helfen und auch euch, um meinen Content nicht zu verpassen. Es gibt jeden Tag 2 Videos und ihr seid dann die Ersten, die davon benachrichtigt werden. Hast du sie aktiviert? Ich sehe dich im nächsten Video. Ciao.